Moin, 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 meine lieben Freunde, ich heiße Entenburg und euch herzlich willkommen zur Rubrik 10 fantastische Fakten, heute mit dem beliebten MOBA League of Legends. Die allseits als sympathisch und hilfsbereit bekannte Community besteht aus über 100 Millionen Spielern, doch die wenigsten von ihnen kennen die nun folgenden Fakten. Nummer 10. Ashe schnitzt ihren Eisbogen mit bloßen Händen aus einem gigantischen Eisbaum in Freljord. Dabei starben ihre Hände ab und heute befinden sich unter ihren Handschuhen nur noch bloße Knochen. Legenden besagen, in jedem ihrer Eispfeile stecke ein Tropfen gefrorenen Blutes, das am Tage der Schnitzung vergossen wurde. Nummer 9. Bevor Ashe der Liga beitrat, führte sie eine Liebesbeziehung mit geschmolzener Rammus. Der Akt der körperlichen Zuneigung, umgangssprachlich auch Bumsen genannt, gestaltete sich jedoch schwierig und letztlich blieb von der Beziehung nicht mehr als heiße Luft zurück. Nummer 8. Jedes Mal, wenn es einem Spieler gelingt, einen Gegner mit Jinx Ulti in dessen Spawnbereich zu töten, bekommt Riot-Chef Brandon Beck eine Meldung auf seinen Bürobildschirm. Infolge dieser Meldung trägt Beck den entsprechenden Spieler persönlich in eine Word-Datei für potenziell E-Sport-taugliche Spieler ein. Der Spieler wird in den folgenden Wochen bei seinen Spielen heimlich beobachtet und bekommt bei guten Leistungen eine Einladung zur LCS geschickt. Per SMS. Nummer 7. Im Jahre 2011 erwarb ein chinesisches Internetunternehmen namens Tencent eine Mehrheitsbeteiligung an Riot Games für den Preis von umgerechnet 10 Cent. Oh Gott, war der schlecht schnell zum nächsten Platz. Nummer 6. Die Hexe Morgana ist an den Charakter der Hexe Gundel Gaukelei aus Entenhausen angelehnt. Dazu wurden zahlreiche Hinweise versteckt. So lautet der erste Satz ihrer Hintergrundgeschichte: Es gibt weit von hier eine Welt, die von geflügelten Wesen bewohnt wird. Außerdem wird Morgana als Meisterin der schwarzen Künste bezeichnet, ein Titel, den auch Gundel Gaukelei trägt. Nummer 5. Nautilus wiederum ist den Big Daddies aus der Videospielserie Bioshock nachempfunden. Ursprünglich hatte man vor, sich an den Little Sisters zu bedienen, fürchtete jedoch eine Verwechslung mit den ähnlich aussehenden Champions Annie und Taric. Nummer 4. Jedes Mal, wenn ein Spieler, der nicht Support oder Jungler ist, ein Ward setzt, wird irgendwo auf der Welt ein süßer Welpe von Hunde-Aids verschont. Nummer 3. Das Ranking-System von League of Legends ist komplexer als die meisten Spieler ahnen. Neben den 10 Platzierungsmatches, die jeder Summoner zu absolvieren hat, entscheiden vor allem der astronomische Kalender und zwei würfelnde Affen darüber, in welcher Liga ihr landet. Sind die Affen tot, beginnt eine neue Saison. Nummer 2. Der Baron und der Dragon wurden als Metaphern für die bittere und bedingungslose Liebe ins Spiel implementiert. Einst ein glückliches, wenn auch arg hässliches Paar, fristen die beiden nun ein Dasein getrennt von der herzlosen Midlane und opfern sich bereitwillig den ahnungslosen Champions, um im Tod endlich wieder vereint zu sein. Und die Nummer 1. Der Kreativität der Community sind keine Grenzen gesetzt. So erblicken immer wieder frische Ideen für Skins das Licht der Welt. Von Kettensägen-Riven über Zombie-Pirat-Fizz bis hin zu guter Vater-Singed. Ein Vorschlag hat nun aber offensichtlich die Macher bei Riot Games so sehr überzeugt, dass der Skin mit einem der nächsten Patches ins Spiel integriert wird. Gragotti. Ob der Skin für Gragas, Urgot, Poppy oder sogar für alle drei Champions erhältlich sein wird, ist bisher jedoch nicht bekannt. Das waren die 10 fantastischen Fakten zum Thema League of Legends. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr Spaß mit dem Video hattet und vielleicht ein bisschen was gelernt habt. Mit Wissen dieser Art kann man auch immer sehr gut auf Partys punkten. Hey, Mädchen, wusstest du, dass in Ashes Pfeilen ihr Blut steckt? Meine Ashe-Ulti führt übrigens genau in dein Herz, Girl. Den schenke ich euch. Wir sehen uns beim nächsten Video, meine Freunde. Auf Wiedersehen.